Es zeigt auch, wie immer, das ist jetzt ein lapidarer Satz, aber ich glaube, man kann ihn 200.000 Mal sagen und er ist immer noch gültig und er ist auch wichtig zu sagen, fang klein an, auch wenn So ist du es. gerade wunderbar beschrieben hast, es können 1200 Varianten oder auch noch mehr sein. Ja, okay, lass uns mal anfangen mit ein, zwei Variablen, dann sind es vielleicht nicht 1200, sondern sind es erstmal 60, aber das allein ist schon eine Aufforderung, eine Aufgabe zu beherrschen. Und das Zweite ist dann zu sagen, so, und das, was du ja auch gesagt hast, kann ich auch nur noch mal aus meiner Sicht unterstützen. Man merkt, okay, ich mache jetzt zwei Schritte, oh, da ist ja auch noch eine Idee. Und oh, dann macht man noch einen Schritt, ach, da ist ja noch ein Effekt hier. Und ach, und das ist dieser Learning Loop, noch zum dritten Mal sozusagen, wo man immer wieder feststellt, ich hangle mich von einem Einstiegsniveau immer auf ein höheres Niveau und stelle fest, wow, das ist sicherlich ja auch was du mittlerweile bestätigen kannst, weil wenn du so lange auf dem Markt bist, werden die Kunden selbst auch sagen, wow, jetzt haben wir natürlich hier noch ein paar Prozent rausgeholt oder hier noch eine Conversion gesteigert oder. Also das ist ja, am Ende muss es ja auch irgendwo sichtbar sein, dass es funktioniert. Hast du noch einen anderen Case, wo du sagst, der wäre auch noch mal Ja, cool? also wir können noch einen ganz anderen Bereich nehmen. Das ist ein Softwarehersteller aus dem Automotive-Bereich, der sich dazu entschieden hat, seine Release-Mails an seine Kunden auch über so eine Marketing-Automation zu verschicken. Das sind zum Teil getriggerte Sachen, die automatisch verschickt werden in bestimmten Sequenzen, nach bestimmten Kriterien. Das sind aber auch Sachen, die gesteuert, also von einem Personen gesteuert, verschickt werden. Und wenn man jetzt in 30 Ländern unterwegs ist, dann geht es auch um eine recht spannende Frage. Und ich lasse es mal bewusst einfach. Also wir können jetzt auch über zigstufige Kampagnen sprechen, da geht das ganz schnell in die gleiche Richtung. Da ist die Frage, mit wie vielen Templates arbeiten wir denn für unterschiedliche Länder? Wenn man es schafft, hier sehr einfach unterwegs zu sein, wir arbeiten jetzt bei diesem Unternehmen mit einem einzigen Template für alle Release-Mails in unterschiedlichen Brands und für unterschiedliche Produkte. Auch noch Brands, auch noch, okay. Ja, dann ist man natürlich mit dann ist man natürlich gut unterwegs, wenn man bei einem Wechsel einer Farbe oder bei dem Wechsel eines Vorsitzenden nicht gleich 40, 60, 80 Sachen anpassen muss, sondern an einer Stelle etwas ändert und dann ist die Kommunikation global innerhalb von Minuten auf Stand. Das sind so kleinere Themen, die aber immer dafür sorgen und in der Vergangenheit auch häufig dafür gesorgt haben, dass man sich eigentlich nicht um die wesentlichen Sachen kümmert. Also wir haben ja, ich kann mich daran erinnern, dass wir Templates gebaut haben, die mussten mit jeder Braue, mit jeder Outlook-Version angepasst werden, in anderen Ländern andere Rechte, dann mussten da Ableitungen, nicht noch nicht mal Ableitungen, sondern parallele Templates gebaut werden. Und du pflegst hinterher einen Fuhrpark an Mails und du hast überhaupt keine Ressourcen mehr, dich mal um eine Frage zu kümmern, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin? Wenn Marketing Automation, wann? Ich habe ja gar keine Zeit, mich um sowas zu kümmern. Deswegen müssen solche Sachen in unseren Augen wirklich extrem elegant gelöst werden. Die Komplexität, die kommt von ganz alleine. Und da sind wir bei einem ganz zentralen Punkt, der häufig den Kunden draußen, den Unternehmen draußen auf die Füße fällt. Nämlich diese vermeintlich einfachen Instrumente, wo man im Baukastenprinzip mal schnell sich was aus dem Regal zusammenschustert. Das ist alles zwar auf den ersten Blick total einfach, intuitiv bedienbar, aber spätestens dann, wenn man mit 45 Templates unterwegs ist und mit 137 Workflows, wir haben diese Accounts auf dem Tisch gehabt. Herr Köhler, wir haben jetzt hier 7 Tage Sachen gelöscht, trotzdem gehen immer noch Mails raus. Es ist aber alles abgestellt. So, also da weiß am Ende kein Mensch mehr in so einem Moloch von organischem Wachstum, was verursacht und in welcher Richtung. Das ist der Todesstoß. Oftmals muss man wirklich Tabula rasa machen. Dann fängt man von vorne an. Also die Idee ist hier wirklich,
sehr einfach zu starten, zu schauen, was ist redundant und was kann man wirklich so aufbauen, dass man es eher ableiten kann und vererben kann. Wir sind bei dem Thema, wenn wir ins Technische gehen, Normalisierung. Wir brauchen in dem Bereich eine extreme Normalisierung aller möglichen Objekte, Vorgänge und Prozesse und Szenarien. Ja. Nee, aber du legst den Finger aus meiner Sicht absolut zurecht in die Wunde. Ich hatte jetzt meinen Studenten auch ein Bild gezeigt von 2017 oder 2018, ich weiß es nicht mehr genau, wo drin steht, 66% der Unternehmen, das war eine Frage, haltet ihr eure Mitarbeiter für technisch befähigt, diese Dinge zu tun, die man tun sollte zum Thema MarTech, um diesen Begriff Marketing Technology als Kürzel nochmal zu bringen. Und dann sagen 66%, nee, das halten wir nicht. Jetzt haben wir das Zweite, was du gerade gesagt hast, es wird im Hintergrund extrem, wenn man das falsche Tool hat, das extrem viel Verwaltungsaufwand und Koordinierungsaufwand verlangt. Und deswegen ist natürlich so ein Tool auch wichtig. Und wir haben wir ja auch gesagt, wir wollen Automation, also sprich eine Vereinfachung haben. Ja, und wenn ich das falsche Tool erwische, dann habe ich eher mehr schlecht als vorher. Und das, deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass, was du gerade gesagt hast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach nochmal Revue passieren lassen. Also deswegen ist es so ein Tool, was diese Dinge, du hast den Beispielbegriff vererben gesagt, dass man eben über gewisse Schritte, das Ganze, eine Änderung wird überall vererbt und damit ist es einmal getan und fertig ist die Laube. Ja. Also das ist so ein Beispiel, wo ich auch sage, dick anstreichen und sagen, Achtung, da trennt sich die Spreu vom Weizen.